So Leute, ich habe gepokert, es ist 7:30, bin immer noch hier beim Poker Place. Es sind noch 3 Tische offen und Leute, ich bin am Ende, Mann, ich bin am Arsch. Bin hier am Kämpfen, aber ich darf jetzt nicht schlapp machen, weil was soll ich jetzt schlafen gehen, wenn ich ein paar Stunden fliege? Außerdem muss ich weiter feasten und ihr müsst schätzen für das Gewinnspiel. Also Leute, ich mache auf keinen Fall schlapp. Fertig gepokert, Leute. Es ist 7:30. Es hat sich nichts getan. Ich habe mich mit $300 eingekauft. Small Big Blind 1-2. Ich wollte eigentlich 2-5 spielen. Aber es war der einzige Tisch, der noch frei war. Und es war so langweilig. Keine Action, gar nichts. Und ja, was soll ich sagen? Ich suche jetzt meine Boys. Die 2 Boys sind irgendwo hier verschwunden. Keine Ahnung, wo die sind. Die sind irgendwie jetzt irgendwo am Blackjack spielen. Und eigentlich möchte ich weiter in ein anderes Hotel. Dort vielleicht noch ein bisschen weiter Poker spielen, bis das Buffet aufgeht oder irgendeinen anderen Laden aufgeht, wo ich wieder weiter feasten kann. Jetzt muss ich meine Boys hier suchen, bevor ich einschlafe. Und da muss irgendwo was Kleines reingefeastet werden. Ich brauche wieder ein bisschen Zucker, damit ich wach bin. Kaffee am Start, Wasser am Start. Und ja, so sieht's aus, Leute. Ich habe eine nette Dame erwischt. Ich habe gefragt, ob diese Burgerladen dort offen hat, weil ja, das ist der Burger B&B. Und sie hat mir gesagt, hör zu, weil ich habe gedacht, wenn ich diese 2 Jungs hier suche, schnappe ich mir noch einen Burger. Aber dann hat sie mir gesagt, stop. Which one is the best burger in town? I love burgers. The I love burgers. On a brioche bun. With ground sirloin beef, you can have bacon on it, and they have fried macaroni cheese. What? Yes. Okay, so you want to say me and the whole community, the Burger Army, that I love burgers better than 5 Guys and better than all the burgers? Absolutely. It is good. Okay, and when it's open? I'm gonna find out right now for you. Find it out right now! Yeah! Check God up for me when this Isle of Burger open hat. Cool woman here. She's my girl. She's my girl here. What's your name? Patrick. Patrick, what's your name? Linda. Hey, you know, it's very funny. So, in Germany, we have a big health and fitness community. So, say hello to them. Hello, everybody. Okay. What is about your friend? If you don't, he's sleeping? No, huh? She told me they open up. 10 minutes, I wait. They open up at 8 o'clock. 8 o'clock in the morning? Mm-hmm. What time is it? Oh, shit, we have. In 15 minutes. Perfect. Yeah. You have to earn some tip. Let me take you all. Hard work pays off, and you're great. And you have a great body. Yeah, thanks. I wish you all the best. Oh, you too. Leute, es geht in I Love Burger. Jetzt suche ich die 2 Boys, wenn ich die in 15 Minuten nicht gefunden habe. Dann dreh ich durch. Leute, sie bringen mich jetzt dorthin. Ich finde diese 2 Boys nicht. So, look at this. Look at this. I love burgers. Natural grass, man. Natural grass feet. Mm. This is how we do. This is how we do it. Show me the other thing. This is crazy. This is with rice. And still is good. Hey, you know what? You know what? We're looking here at fucking burgers, and I'm looking for my 2 fucking friends. And there they are. And boom, they are here! Hey, yeah. Leute, this is the best girl ever. She's my girl here in Vegas, Linda. Look, this is Fernando. Hi, Fernando. And this is my boy from Mexico. Hi. Hey, she told us the best burgers in the town are here.
The Isle of Burgers. Five Guys. Und wisst ihr, was das Geilste ist, Leute? Es macht auf in 5 Minuten und jetzt gehe ich dort rein und fieste mir einen Burger rein. Weil ein Burger muss ja daran glauben sowieso. Und wenn sie sagt, es sei so brutal krass, gehen wir dort hin. Alright. Ey, hier kann man überall so geil shoppen, wenn man nur die Kohle dazu hätte. Ey, sieh dir mal was rein. Mann. Hier kann man, in Vegas kann man so viel Geld ausgeben, das ist einfach krank, Mann. Das ist jetzt schon krank, wirklich krank. I love Burger. Schau mal, sieht richtig geil aus, richtig gesund. Bro, check it up, check it up. Er geht auf in 5 Minuten, so ist die erste Kunden hier. I love Burger, I love Bacon. Ich weiß jetzt genau, wenn Mischa dieses Video sieht. Mischa, welchen Burger würdest du nehmen, du blöder Hund? Ha? Welcher Burger würdest du nehmen? Welcher? Schreib's mir in den Comment rein. Mal schauen, ob man hier die Calories auch auf der Internetseite findet. Die Nährwerte, ansonsten müssen wir schätzen. Es zählt dann am Schluss für den Wettbewerb einfach das, was ich und Mischa schätzen. Wir schätzen es ziemlich genau dann. Boah, die sehen richtig geil aus. Yeah, I love Burgers. Ganz geil gemacht. Ich denke, die haben das so grün gemacht, weil ja, es ist halt Grass-Feed. So Leute, ich zeige euch jetzt mal die richtige Auswahl. Das vorher war ja nur ein Frühstück. Das sind die verdammten Burgers hier. Zieht euch das mal rein. Das sind die verdammten Burgers. Und ich habe jetzt genommen, Leute, den Kobe, den Kobe Burger für $25. Der muss richtig krass sein. Also eigentlich machen sie ihn gar nicht jetzt. Sie machen nur Frühstückskarte. Aber sie checkt es ab. Ich hoffe, es ist möglich. Und dann gehen wir nachher weiter. Hast du Hunger? Ich bin voll. Ey, bist du kaputt, ne? Ich bin müde. Ich bin auch müde. Oh, Bro. Oh nein. Der Burger ist ready und der muss verdammt gut sein für $25. Hast du jetzt gerade richtig gesagt. Ja. Der ist langsam ready, dort. Oh, shit. Was kommt denn da noch dazu? Na, jetzt bin ich gespannt. This is the legendary burger. Sieht richtig gut aus. Schau mal, Bro. Ist hier alles drin? Boah, Käse haben wir drin. Speck und das leckere, leckere Angus Beef. Boah, das sieht cool aus. Hier machen wir noch ein bisschen Soße rüber. Die muss rein. Alles rüber. Und hier diese Kroketten. Boah, guten Tag. Bro, ist das geil? So Leute, das dazu zählen, ja. Schätzen. Und dann geht's weiter. Leute, zieht euch mal dieses Fleisch rein, Mann. Drei Bissen habe ich schon genommen, Leute. Checkt I Love Burgers ab. Das ist nur eine von vielen. Aber Hammer, Mann, das Brot. Die Qualität des Fleisches. Checkt I Love Burger ab. Leute, der Burger fast finished. Ganz, ganz geil. Also aufgegessen wird sowieso. Und die müssen auch noch dran glauben. Also alles sehe ich, hier geht alles mit echten Dingen zu und her. Diese Zeuge. Bis jetzt alles gegessen. Du kannst Geburtstag haben? Nein, Mann. Ich war leider noch nicht auf Toilette. Aber mein Magen hat noch so viel Platz, ich könnte noch so viel weiter essen, ohne Probleme. Also 30.000 Kalorien würde ich locker schaffen. Aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Vielleicht werden es ja vielleicht bereits jetzt 30.000. Mal schauen, was noch auf dem Plan steht.
Hast du kaputt? Wenn ich furze, furze ich. Und wenn nicht, nicht. Wer stört's? Hey Leute, ein paar Geschichten über mich, wenn ich schon am Pisten bin. Erzähl das gerade nochmal. Community will auch wissen. Über was? Über das Militär jetzt? Oder was? Community will auch wissen. Nein, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen und geredet. Ob ich mit den Knall geschlafen habe. Und Patrick hatte so... Wir kennen uns jetzt schon lange, bla 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 bla. Und Patrick hatte ja eine Zeit lang ein bisschen eine Militärphase. Er wollte da der oberste Sergeant werden überhaupt. Und wo ich etwa so 10 Jahre alt war und bei ihm zu Hause war, hat er immer mit der Knarre zu Hause geschlafen. Und wenn man zu ihm nach Hause gegangen ist, hat er immer die Knarre genommen und so rum. Die Knarre am Kopf gehalten und so. Und dann ist uns etwas Lustiges geschehen, bevor wir nach Amerika geflogen sind. Er hatte ja seine blaue Jacke, die schöne Jacke, die ihr ja öfters kommentiert habt, reingepasst in die Tasche. Und dort drin war eine Patrone. Und ich habe jetzt überlegt, hätte die Patrone nicht gefunden und wir wären durch die Zollkontrolle oder die Kontrolle vom Flughafen. Ja, ist einfach lustig, ja, die Geschichte, so kurz, ja, by the way. Nur so kleine Geschichten, die großen Details lassen wir. Ey, ihr sollt euch ins Weite fisten, schaut mal, alles was gegessen, kommt gut, Kalorien zählen nicht vergessen, ne? Hey, weitere Story, Mann, erzähl mal ganz kurz. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Mann, mit dem Balkon. Deine Mutter. Es ist so, meine Mutter... Patrick, wenn er früher zu uns nach Hause gekommen ist, ist er immer über den Balkon reingeklettert. Und meine Mutter hat immer gesagt, du, ich weiß nicht, wie Patrick das macht. Er kommt immer über den Balkon rein. Oh Mann. By the way, so kleine Geschichten. Hey, aber ey, wollt ihr so weiterhin solche Geschichten sehen, Mann? Hören, schreibt in die Comments, Mann. Also, es gab eine Zeit lang, da habe ich mich wirklich nicht gut gespürt, gell? Das ist so. Patrick zwischen 16 bis 20 hat er sich wirklich gar nicht kontrolliert, ab und zu gar nicht gespürt und ich muss sagen, jetzt mittlerweile ist er kontrolliert, ruhig geworden. Sehr kontrolliert, ja. Aber es war eine lustige Zeit. Das ist... Nach so einem leckeren Burger möchte ich mir doch irgendwas was Süßes noch geben. Ist aber nur was Kleines. So ein Eis oder so. So Leute, ich nehme mir den da. Äpfel. Oreo. Nein, wir haben noch kein Eis. Ein Eis gibt es dann spät, ja. Und ja, ich ziehe mir jetzt diesen Äpfel da rein mit der Oreo. Also Schokolade. Sie schneidet den. Und dann müssen wir so schnell wie möglich nach Hause. Weil wir müssen packen noch. Wir haben jetzt 8:45 und in der Schweiz und in Deutschland, Österreich und so ist jetzt 5:45 abends. Und ich muss für euch noch ein Video schneiden vom Athletenmeeting und den hochladen, dass ihr den heute noch am Start habt. Da kommt dann am Montag oder Dienstag dann die WrestleMania Hauptevent. So sieht's aus. Das ist mein Apfel. Den ziehe ich mir jetzt schön rein unterwegs. Great. Sieht lecker aus. Schau mal, sieht aus wie der Probro Apple. Ha, auch mit Oreo. Und da hat es noch so Karamell dran. Mm. Wow. Müsst ihr zwei probieren. Also habe ich jetzt nicht erwartet, so was Krasses. Habe ich definitiv nicht erwartet. Krass. Hey! So, ich möchte nicht, dass ihr... Ich möchte nicht, dass ihr schlecht tippt. Darum sage ich mal, schaut mal, da ist viel Schokolade und viel Karamell daran. Unterschätzt die Kalorien dieses Äpfels nicht, ja? Schau mal, die Kruste ist relativ fett, viel Karamell. Das ist eine echte Kalorienbombe. Nicht unterschätzen. Heute draußen scheint schon die Sonne. Schon hell. Pizza muss noch dran glauben. Sushi. Chipotle. Brauche ich aber nicht mehr viel Zeit. Packen gehen, Video schneiden und
Los geht's! Hab vom Zucker Schock, Mann. Dieser Äpfel, Mann, der ist hart. Nicht der Äpfel, der Apfel. Scheiß drauf, Mann. Ich rede so, wie ich rede. Habe ich als Sprechfehler drin. Ja und? Hab grad gesagt, oh nein, dieser Flug, Mann. Oh. Der Flug macht mich, glaub, ganz kaputt, Mann. Ich muss noch die Subs nehmen, Bro, die Subs. Auch beim Cheat Day die Subs nicht vergessen. Oh. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, kiss, bang, bang.